Second-Layer-Lösungen für das riesige Flaggschiff Ethereum sind im Trend. Am 23. März verteilte Arbitrum rund 1,1 Milliarden Arbitrum-Token per Airdrop an ausgewählte Netzwerkteilnehmer. Die Chance, kostenlose Kryptowährungen zu ergattern, lockte innerhalb kürzester Zeit 500.000 neue Nutzer an. Die Gesamtnutzeranzahl stieg auf über 3 Millionen. Wir spulen zurück. Ein Jahr zuvor, im Mai 2022, führte das Optimism-Netzwerk seinen ersten Airdrop durch. Fast jeder fünfte Token soll laut Tokenverteilung auch in Zukunft an Tausende von Nutzern verschenkt werden. Auch wenn unter den Nutzern schwarze Schafe mit gefakten Konten stecken, Airdrops sammeln ganze Schafherden. Airdrops bringen Traffic. Und dieser Traffic führte dazu, dass Arbitrum und Optimism seitdem unter den Top 100 Projekten performen. Und wer krallt sich den DeFi-Sektor? Wenn wir hier einen ersten Blick auf das Tortendiagramm werfen, so dominiert Ethereum immer noch. Ist schon fast langweilig, oder? Über die Hälfte, hier in Blau, sind als totaler Wert gelockt. Total Value Locked, TVL. TVL meint den gesamten Wert, der in Smart Contracts als Kapital gebunden ist und wird gern verwendet, um die Liquidität unter den DeFi-Plattformen zu vergleichen. Aber jetzt wird's spannend. Ein zweiter Blick verrät, direkt nach Tron und der Binance Smart Chain ist Arbitrum Platz 4, dicht gefolgt von Polygon und Optimism. Das musst du dir mal geben. Arbitrum gibt es erst seit 2021 und hat sich mit über 2 Milliarden US-Dollar an TVL an Polygon mit 1 Milliarde US-Dollar an TVL vorbeigeschoben. Platz 6 gehört Optimism. Drei Ethereum-freundliche Netzwerke zieren die oberen Ränge im DeFi-Sektor. Für Binance wird es langsam eng. Auch Polygon wird von den zwei Neuankömmlingen Arbitrum und Optimism in die Zange genommen. Was eint die drei? Was trennt sie? Ein Überblick über Ethereums derzeit beliebteste Second-Layer-Lösungen. Arbitrum und Optimism sind ähnlich wie Polygon Second-Layer-Skalierungslösungen für die Ethereum-Blockchain. Was zum Affen sind jetzt Second-Layer? Um das zu verstehen, stell dir Folgendes vor. Große Netzwerke wie Ethereum sind wie Ritter, starke Männer, die Bäume ausreißen könnten. Doch selbst diese starken Männer rüsten sich als Ritter mit einer Rüstung und Waffen auf, um sich im Kampf noch stärker zu machen. Ein Ritter mit Schwert muss sich nicht mit Händen und Füßen verteidigen. In Blockchain-Sprache heißt das ganz vereinfacht, Polygon, Arbitrum und Optimism sind sowas wie unterschiedliche Rüstungsoutfits, die sich wie eine zusätzliche Schicht Second Layer an den starken Ritter namens Ethereum anschmiegen. Second Layer wollen die Hauptblockchain besser machen. Second Layer bieten die zusätzliche Power, indem einzelne Transaktionen und Funktionen an sie verteilt und ausgelagert werden. Dadurch werden viel mehr Transaktionen wie in Fließbandarbeit abgefertigt. Die Skalierung, also die Netzwerkkapazität, erhöht sich, die Transaktionskosten werden niedriger. In konkreten Zahlen bedeutet das, Ethereum schafft rund 15 Transaktionen pro Sekunde, Polygon schafft aktuell rund 7000 Transaktionen pro Sekunde. Über 400 Mal mehr Transaktionen pro Sekunde durch die Fließbandarbeit auf Polygon. Unter Verwendung einer speziellen Technologie, dem Plasma Framework, könnten sogar bis zu 65.000 Transaktionen pro Sekunde pro Seitenkette verarbeitet werden. Die Kosten pro Transaktion betragen im Schnitt 0,02 Dollar. Bei Ethereum zahlen wir im Schnitt, je nach Auslastung, 5 Dollar. Ergo, eine Transaktion auf Second Layer Polygon ist 250 Mal günstiger als auf Ethereum. Und wie schaut es bei den anderen beiden Hübschen aus? Ich habe das mal verglichen. Arbitrum soll angeblich bis zu 40.000 Transaktionen pro Sekunde schaffen. Optimism laut Webseite bis zu 2.000 Transaktionen pro Sekunde. Die Gebühren pro Transaktion bewegen sich bei den beiden Netzwerken ungefähr ähnlich im Cent-Bereich. Seit Januar werden in Summe mehr Transaktionen pro Tag auf Optimism und Arbitrum abgefertigt als auf Ethereum selbst. Am 24. März, das war an den Tagen kurz nach dem Airdrop, verarbeitete Arbitrum allein sogar mehr Transaktionen als Ethereum. Über 1 Million am Tag. Auf den ersten Blick scheint Arbitrum besser abzuschneiden als Optimism. Mehr TVL, mehr Transaktionen, auch wenn der Schnappschuss nur den aktuellen Zustand nach dem Airdrop widerspiegelt. Gibt es einen Grund dafür? Vielleicht technische Vorteile? Arbitrum wurde vom Unternehmen Offchain Labs 2018 gegründet und wie das Optimism-Netzwerk erst 2021 offiziell eingeführt.
Hinter Optimism steht eine Foundation, die eng in Zusammenarbeit mit einer DAO, dem sogenannten Optimism-Kollektiv, das Netzwerk leitet. Teil des Kollektivs ist auch das Unternehmen Optimism Labs, welches Optimism gegründet hat. Arbitrum und Optimism technisch betrachtet sind im ersten Moment ziemlich ähnlich. Beide sind direkt in Ethereum integriert und unterstützen Smart Contract Funktionen, damit die Entwickler die D-Apps für DeFi und NFT erstellen können. Beide wollen Ethereum skalieren, das heißt, sie wollen die Anzahl der Transaktionen erhöhen, ohne dass das Hauptnetzwerk verstopft. Beide Plattformen setzen dabei auf die gleiche Skalierungslösung, die sogenannten optimistischen Rollups. Wie funktionieren diese Rollups jetzt? Stell dir vor, du bestellst auf einen Schlag 3 verschiedene Produkte auf Amazon. Ein Kopfhörer, eine coole Krypto-Tasse und ein cooles Krypto-T-Shirt. Auf dem Fließband in einer der Lagerhallen werden die 3 Produkte in ein gemeinsames Paket gestopft. Erst als Gesamtpaket werden sie an deine Adresse verschickt. Bei Optimism Rollups ist es ähnlich. Es werden immer mehrere Transaktionen außerhalb der Ethereum-Blockchain zu einem Gesamtpaket an Transaktionen zusammengefasst. Ist dieser Rollup-Block korrekt, wird der Vertrag ausgeführt. Die Transaktionen werden dann an die Hauptkette zurückübertragen. Doch was ist, wenn eine Transaktion auf Second Layer Fehler hat? Hat die Tasse einen Sprung abbekommen, wird das Paket verworfen oder storniert? Bei Arbitrum und Optimism ist das auch nicht anders. Im Worst Case werden simpel ausgedrückt alle dazugehörigen Transaktionen in diesem Paket storniert und dieser Smart Contract zieht sich aus der Vereinbarung zurück. Denn das Gute ist, dass ausgelagert auf Second Layer diese Blöcke dokumentiert, aber nicht unwiderruflich per Smart Contract ausgeführt werden. Und in dieser Zeit können diese betrügerischen oder fehlerhaften Transaktionen eine Woche lang angefochten storniert werden. Auszahlungen, zum Beispiel jetzt von Optimism zu Ethereum, dauern daher auch 7 Tage. Und jetzt wird's knifflig, pass auf. Die Art, wie dieser Betrugsverdacht gemeldet wird, der unterscheidet sich bei Optimism und Arbitrum. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sendet Optimism den Status eines gesamten Transaktionsblocks zurück, wenn ein Fehler gefunden wird. Dieser Betrugsnachweis erfolgt in einer einzigen Runde. Single Round Fraud Proofs. Arbitrum dagegen verschickt nur den verdächtigen Teil der Transaktion zurück und will dafür einen Nachweis auf Layer 1 haben. Es verwendet den Betrugsnachweis in mehreren Runden, Multi-Round Fraud Proofs. Dadurch kommt Arbitrum womöglich auf eine höhere Transaktionskapazität als Optimism. Vielleicht hast du dazu mehr herausfinden können. Für mich war das super schwierig, weil es sehr viele neue Projekte sind. Teil mir doch gerne dein Wissen mit in einem Kommentar, würde mich richtig freuen. Übrigens, Rollups sind schon was Feines, oder? Ed Felton, der technische Leiter von Offchain Labs, begann bereits 2014, also noch vor der Ethereum-Gründung der Geburt, mit der Forschung an dieser Rollup-Technologie. Zuvor diente er eine Zeit lang als stellvertretender CTO im Weißen Haus für den Präsidenten Obama. Zusammen mit dem heutigen CEO Steven Goldfeder und dem CTO Harry Kalodner, damals noch 2 Doktoranden, entwickelten sie Skalierungslösungen für Ethereum. Über 8 Jahre Forschungsarbeit führten zu dem heutigen Ergebnis von Arbitrum. Genug der Technik, kommen wir zum Vergleich der Ökosysteme. Arbitrum und Optimism teilen sich aufgrund ihrer engen Beziehung zu Ethereum ähnliche D-App-Integrationen. Beide arbeiten zum Beispiel mit dem führenden Oracle-Dienstleister Chainlink zusammen. Beide haben SushiSwap, The Graph oder Aave integriert. OpenSea hat beide integriert, sodass NFTs von beiden Netzwerken gesammelt werden können. Optimism hat das DeFi-Protokoll Synthetix. Im Februar launchte Coinbase seine Second-Layer-Plattform Base. Base wurde mit Hilfe des Open-Source-Stack, quasi dem technologischen Setup von Optimism, aufgebaut. Die dezentrale Handelsplattform GMX läuft neben Avalanche dagegen auf Arbitrum, ebenso die Lending-Plattform Radiant. Die Liste beider ist ziemlich lang. Im direkten Vergleich für mich ziemlich schwierig zu sagen, wer die Nase da aktuell vorne hat. Bei Polygon ist es so, dass nach eigenen Angaben mehr als 37.000 D-Apps das Netzwerk nutzen und zum aktuellen Stand über 225 Millionen Adressen gezählt werden. Was mir allerdings auffällt, ist, dass Polygon mit Partnern außerhalb der Blockchain-Branche den anderen beiden überlegen ist.
Neben bekannten Namen aus der DeFi-NFT-Szene wie Uniswap, Aave oder die Spieleplattform Decentraland setzen immer häufiger traditionelle Unternehmen wie Starbucks, Meta, Reddit oder Adobe auf Polygon. Mehr dazu findest du nochmal in einem Extra-Video von mir zu Polygon. Letzter Blick auf die Zahlen. Betrachten wir das 24-Stunden-Handelsvolumen unter den dezentralen Exchanges, so hebt sich Arbitrum deutlich von den anderen beiden ab. Arbitrum liegt mit über 1 Milliarde US-Dollar auf Platz 2, Polygon auf Platz 4, Optimism weiter abgelegen auf Platz 8 zum Stand des Videos. Seit März verfügen alle drei Netzwerke über Tokens, sodass auch hier zukünftig ein direkter Performance-Vergleich möglich sein wird. Polygon ist nach wie vor mit seinem Matic-Token unter den Top 10 mit einer Marktkapitalisierung von knapp 10 Milliarden US-Dollar. Doch die anderen liegen bereits unter den Top 100. Arbitrum liegt sogar aktuell unter den Top 50. Und jetzt die große Frage, könnte das beliebte Polygon überflüssig werden, wenn die anderen beiden auch immer beliebter werden? Wären Arbitrum und Optimism jetzt Polygon-Killer? Alle drei skalieren Ethereum. Ich halte es jedoch eher für unwahrscheinlich, dass Polygon überflüssig wird. Und zwar, dafür hat sich Polygons Ökosystem zu gut vernetzt, eine starke Nutzerbasis aufgebaut, bietet übrigens auch viel mehr Skalierungslösungen als Rollups im Angebot an und hat auch eine höhere Interoperabilität aktuell zu anderen Netzwerken. Second-Layer-Lösungen bieten viele Vorteile. Doch es gibt jetzt auch ein paar Nachteile, über die wir mal sprechen müssen. Falls du dich noch an mein Live-Video zum Thema Dezentralität erinnern kannst, da habe ich dir 4 Ebenen der Dezentralität vorgestellt. Den Link zum Video habe ich dir nochmal unten im Kommentar angepinnt. Je mehr auf einem Netzwerk aufgebaut wird, desto mehr können zentralisierte Einbauelemente die Dezentralität auf der Ebene 1, Ebene der Blockchain, beeinträchtigen. Dazu ein Beispiel. Wenn ein Entwickler für seine Anwendung den Validatorenpool von Polygon wählt, so sind für diesen Zustimmungsmechanismus nur eine begrenzte Anzahl von aktuell 100 vorausgewählten Validatoren zugelassen. Die Liste dieser Validatoren für Polygon Proof of Stake Blockchain kannst du öffentlich einsehen. Die Delegatoren, die sind jetzt aus Sicherheitsgründen wohl eher dazu geneigt, ihre Matic Tokens an die größeren Validatoren zu delegieren. Und das kann wiederum zur Zentralisierung innerhalb des Polygon Mainnets führen. Ein weiterer Punkt, der die Dezentralisierung beeinträchtigt, ist der, dass die Tokens von Second-Layer-Netzwerken gerne von großen Anlegern den Wahlen gehalten werden. Die Top 50 Adressen bei Polygon besitzen derzeit rund 80% aller Matic-Tokens. Und gerade weil auch Arbitrum und Optimism auf Ethereum ausgerichtet sind, sind diese Ethereum-Wale in Zeiten von Airdrops deutlich aktiver mit ihrem ganzen Kapital unterwegs, was wiederum zu Kursschwankungen führen kann. Ein Wal verkaufte zum Beispiel am 31. März fast 1 Million Arbitrum-Token und kaufte dafür 708 ETH zu einem Preis von umgerechnet 1,27 Millionen US-Dollar. Und dieses Verhalten ist nicht untypisch, Leute. Wale verschieben zuerst ihr gehortetes ETH oder ihre Stablecoins auf die Börsen, um sich dann fürs Shoppen bereit zu machen. Nach den Airdrops verkaufen Großinvestoren die Tokens recht schnell am Markt, wodurch der Preis noch schneller unter den Startpreis fällt. Wale nutzen diese Tokens also als Trading-Vehikel. Und für die Kleinanleger stellt sich daher zuletzt die alles entscheidende Frage. Sind diese Tokens dann überhaupt was wert? Ich habe mich da gefragt, welche Utility diese Tokens der drei Projekte haben. Und ich habe Folgendes herausgefunden. Der Matic-Token dient erstens als Gas-Token sowie als internes Zahlungs- und Tauschmittel. Zweitens als Staking- und Reward-Token für die eigenen Validatoren von Polygon. Und drittens als Governance-Token, um der zunehmenden Zentralisierung entgegenzuwirken. Allerdings ist diese dritte letzte Funktion aktuell noch in der Entwicklungsphase. Diese letzte Funktion mit diesem stimmrechten Governance, die Polygon eben noch nicht hat, hat dagegen Optimism und seit kurzem auch Arbitrum. Der Optimism-Token erfüllt hauptsächlich diesen Zweck, Tokenbesitzern ihre Stimmrechte zu verleihen und rückwirkend sogenannte öffentliche Güter zu finanzieren. Was heißt das? Optimism hat sich gedacht, es ist einfacher im Nachhinein festzustellen, was dem Netzwerk was gebracht hat, als im Vornherein Einnahmen und irgendwelche Projekte zu verscherbeln, die am Schluss gar nichts bringen. Entwickler wollen also etwas Gutes zum Netzwerk beitragen, das ist das öffentliche Gut. Dafür fragen sie nach Blockspace an. Die Nachfrage steigt.
Daraus werden Einnahmen generiert. Diese Einnahmen werden rückwirkend per Bürgerentscheid auf die Nutzer und die Entwickler verteilt. Und das reizt wiederum die Bürger an, noch mehr und bessere öffentliche Güter zu bauen, wodurch die Nachfrage nach Blockspace noch mehr erhöht wird und das Ökosystem letztendlich wächst. Ansonsten konnte ich echt wenig Info zu dem Token finden. Ich glaube, aktuell scheint noch diskutiert zu werden, ob der Optimism-Token zusätzlich als Bezahlung für die Gasgebühren eingesetzt werden soll. Diese Gas-Fees werden momentan noch in ETH bezahlt. Bei Polygon braucht dagegen ein Nutzer für jede Transaktion auf den Sidechains oder bei Nutzung einer Anwendung Matic-Tokens. Matic hat diese Gas-Funktion, wie bereits erwähnt. Und wie ist es bei Arbitrum? Der Arbitrum-Token ist ja erst seit März draußen. Das Netzwerk hat davor aber auch schon funktioniert. Demnach müsste ETH ja auch der Token sein, mit dem die Transaktionsgebühren auf Arbitrum bezahlt werden. Wer den Arbitrum-Token besitzt, kann Teil einer DAO, einer dezentralen autonomen Organisation werden. Die Vorschläge werden selbst ausführend ohne Zwischenstation bei den Kernentwicklern umgesetzt, was verwaltungstechnisch ein Schritt Richtung Dezentralisierung ist. Aber gleiches Spiel wie bei Optimism, Governance-Token, aktuell kein Gas-Token. Klarer Unterschied zu Ethereum und Polygon. Wir kommen nochmal zurück zu den Second-Layer-Lösungen und ein weiterer Nachteil davon ist die fragliche Sicherheit. Je komplexer die Lösungen auf Ethereum gebaut werden, desto mehr Schlupflöcher können die Hacker nutzen. Allein im März 2023 wurde ein TVL von über 200 Millionen US-Dollar gehackt. Unter den Hacks befand sich zum Beispiel die DEX Arbiswap auf Arbitrum. Innerhalb kürzester Zeit wurden über 100.000 US-Dollar aus den Liquiditätspools abgezogen. Und die letzte Sorge, die Gefahr einer zu großen Fragmentierung. Je mehr unterschiedliche Lösungen mit unterschiedlichen Entwicklergemeinschaften auf Ethereum gebaut werden, desto länger könnte es dauern, sich auf gemeinsame Standards zwischen den Netzwerken zu einigen. Abschließend, ich denke, dass Second-Layer-Lösungen für Ethereum notwendig sind, um den Giganten weiterhin massentauglich zu machen und überhaupt an der Marktspitze zu platzieren. Doch welche Skalierungslösungen und deren Tokens sich am Ende durchsetzen, dafür sind wir aktuell noch zu sehr in einem bestimmten Trendzeitalter unterwegs. Second Layer für Ethereum ein Must-Have. Und für Investoren ein Nice-to-Have. Danke fürs Zuschauen.